So, und wenn ihr euch jetzt denkt, ich würde gerne möglichst umweltfreundlich zu diesen nächsten Orten kommen, dann ist die nächste Gruppe was für euch? CO2 Later. Das ist last but not least Jonas, Christian Drittmann, Anub, Adrian, Jasmin, Malte und André. Wisst ihr, um wie viel Prozent sich der CO2-Gehalt in unserer Atmosphäre seit vor der technischen Revolution sich verändert hat? Es ist um 146% zugewachsen. Das bedeutet, dass Eis an den Polen schmilzt und dass die Meeresspiegel steigen. Das ist aber längst nicht das einzige Problem. Mit der zunehmenden Temperatur steigt auch die Menge der Klimaflüchtlinge, die in andere Länder migrieren, hoch. Das wollen wir nicht mehr zulassen und deswegen brauchen wir eure Hilfe. Mit unserem CO2 Later können Sie Ihren CO2-Fußabdruck absolut perfekt ausrechnen. Mit unserem Repertoire an individuellen und hilfreichen Tipps zur Minimierung eures CO2-Fußabdrucks kann jeder seinen Beitrag zu einem nachhaltigeren Zusammenleben leisten. Durch ein einzelnes Kilogramm an Rindfleisch wird bis zu 13 Kilogramm CO2 ausgestoßen. Die Durchschnittsperson verbraucht in einem gesamten Jahr mit dem Auto ca. 1,4 Tonnen CO2. Zurzeit haben wir noch 420 Gigatonnen CO2 übrig, bis es dann langsam kritisch wird. Durch den stetigen Klimawandel und die stetige Erderwärmung schmelzen die Pole und der Meeresspiegel steigt. Korallenriffe werden zerstört und es kann zu Überflutungen kommen. Zudem gibt es Erosion an Küstengebieten und ja. Unsere Web-App CO2 Later bietet eine detaillierte Berechnung eures CO2-Fußabdrucks. Eure Trends und Entwicklungen werden mithilfe eines Diagramms dargestellt. Unsere Tipps zu einem nachhaltigen Lebensstil ermöglichen mit ihrer individuellen Orientierung eine optimale Nutzung der App. Außerdem besteht unser Ziel darin, eure Motivation so anzukurbeln, dass ihr euren CO2-Ausstoß verringert. Zum Programmieren haben wir das Programm Visual Studio Code verwendet und mithilfe des Frameworks Next.js und der Sprache TypeScript konnten wir die App entwickeln. Wichtig zu erwähnen ist, dass sich die App noch in der Entwicklung befindet. Nichtsdestotrotz haben wir es bewerkstelligt, binnen von 1,5 Tagen eine voll funktionsfähige Homepage zu kreieren. Diese könnt ihr über die URL co2later.de oder durch das Scannen des QR-Codes hier oben besuchen. Auf dieser Webseite findet ihr Informationen über uns, wer wir sind, was uns antreibt. Außerdem findet ihr einen Link zu unserem Instagram und einen Link zu deiner ersten Demo-Version unserer App. Genau, und wenn wir schon von der Demo-Version sprechen, die Präsentation wird natürlich super langweilig, wenn wir das Ganze nicht zeigen. Deswegen haben wir mal die Demo-Version vorbereitet. Hier sieht man auf dem Bildschirm erstmal willkommen. Man wird nett begrüßt, man kann seinen Namen angeben, dass man in der App auch später noch nett gegrüßt wird. Als nächstes drückt man auf Testbeginn, damit man den ersten Test durchführt. Und man wird erstmal ein paar Fragen gestellt. Und zum Beispiel, ob man überhaupt ein Auto fährt. Wir sagen zum Beispiel, wir fahren ein Auto. Dann fahren wir in ein E-Auto nicht, weil das hat Einfluss darauf, wie viel CO2 ausgestoßen wird. Dann können wir auch noch eingeben, wie viel wir fahren. Wie viel wir zum Beispiel im Flugzeug fliegen, weil es ist auch ein riesiger Faktor, wie viel wir im Flugzeug im Jahr fliegen und wie viel wir mit der ÖPNV fahren, das wäre die nächste Frage. Wie viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, weil das ist ja auch wichtig, weil das spart dann auch CO2 am Ende. Die nächsten Fragen überspringen wir mal, weil das zieht sich sonst ein bisschen in die Länge. Und wenn man angekommen ist, wird einem schön angezeigt, fertig, mit einem tollen grünen Haken. Und man sieht direkt, wie viel CO2 man ausstößt. Das waren jetzt knapp 600 Kilogramm im Jahr. Und wenn man jetzt auf zurückklickt, sieht man die Startseite. Man wird hier begrüßt.
und sieht einen Graphen mit seinem Verlauf. Die Daten werden lokal im Browser gespeichert und man sieht, wie man sich entwickelt hat. Zum Beispiel, ob man besser geworden ist, auch schlechter über den Zeitraum, und man sieht auch ein paar Tipps, wie man sich verbessern kann. Das Ganze ist, wie gesagt, in der Demo-Version, da kommen noch Fragen hinzu und die Tipps werden auch noch angepasst, aber das ist die Version, die wir bis jetzt haben. Ja, jetzt nochmal zusammenfassen, es wird ja einiges gesagt, versuchen wir halt, ist unser Ziel, die CO2-Emissionen auf der Welt einfach zu verringern. Das machen wir, wie schon gesagt, durch diese App, die jetzt gerade noch entwickelt wird. Und wir versuchen jeden Nutzer, zum Beispiel durch, wenn wir zum Beispiel sagen, ja, letzte Woche hast du so und so viel CO2 ausgestoßen, und dann durch die Tipps versuchen wir dann, die CO2-Emissionen einfach zu verringern. Es soll halt jeden eigenen Nutzer einfach individualisieren. Und ja, genau, dann versuchen wir halt durch Code die Welt zu verbessern. Ja. Und nochmal ein großes Dankeschön an das Jugend-Hack-Team und an unsere Mentoren Paolo und Isabel. Vielen Dank euch. Vor allem, weil ihr auch so eine große Gruppe gewesen seid. Ja. Vielen Dank, See you later.